Hi und ein herzliches Willkommen heute zu einem weiteren Lego Haul Video und dann muss ich auch erstmal sparen. Heute ist quasi der Tag, an dem auch die letzten Pakete vom Black Friday und auch aus der Woche davor angekommen sind. Das heißt, das hier ist mein Haul aus der Black Friday Week oder vom Black Friday Wochenende. Und wir wollen mal reinschauen, was denn so dazugekommen ist. Hier ist ein Lego Store Einkauf, das hatte ich noch bei Marcel aka Spacebricks stehen, der hat das für mich aufgehoben. Und dann haben wir hier zwei Pakete, einmal von Pro Shop und einmal von Alternate. Und hinter all dem steht noch ein weiteres großes Paket, was ich eben auch in der Zeit eingekauft habe, was ihr auch schon gesehen habt, was ich auch schon gezeigt habe und unboxed habe und wie auch immer. Ich wollte es aber unbedingt trotzdem zeigen, weil es eben was ganz, ganz, ganz Besonderes ist und deswegen sollte es unbedingt hier mit in dieses Haul-Video rein. Also, herzlich willkommen zu meinem Black Friday Haul. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Wir schauen mal rein, was in den Paketen drin ist. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Haul-Video aus dem Lego Store. Und das Größte, was natürlich dabei dazugekommen ist, seht ihr jetzt noch gar nicht, sondern das kommt zum Vorschein, wenn ich die Tüte einmal zur Seite schiebe. Da hinten ist der große UCS AT-AT. Ich habe den ja hier quasi schon gezeigt. Das heißt, ich habe auch ein Unboxing gemacht etc. Und habe ich gezeigt, was ich auch ein bisschen dazu bekommen habe. Werden wir natürlich gleich nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Aber das Ding hier ist mega massiv. Also wenn ihr dazu noch ein Unboxing sehen möchtet, dann schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung und hier oben rechts auch einmal verlinken. Das Ding ist absolut der Hammer und ich bin momentan auch noch dabei, das Ding aufzubauen. Also momentan werden auch weiterhin noch Livestreams kommen, wo ich das Teil hier aufbaue. Das ist echt der Wahnsinn und ich freue mich riesig, dass ich es bekommen habe. Ich habe 2,5 Stunden vom Lego Store gestanden dafür und ich bin mega, mega froh, dass es eben dazu gekommen ist. Aber ich glaube, ich hätte das Set nicht einfach so mitgenommen, hätte es nicht auch ein paar Sachen noch mit dazu gegeben, beziehungsweise ein paar Gratisbeigaben an diesen Tagen. Ich habe das Ding nämlich am Black Friday, also am Erscheinungsdatum von dem AT-AT, habe ich das auch mitgenommen. Und jetzt schauen wir mal rein, was denn mit so dann hier in der Tüte drin ist, was nämlich dazugekommen ist. Und das erste habt ihr auch schon gesehen, ich spoilere immer meine eigenen Videos schon, nämlich das Luke Skywalkers Lightsaber habe ich hier auch schon geöffnet und vorgestellt. Deswegen, es musste aber hier mit in den Haul rein, weil sonst wäre das Ganze natürlich nicht vollständig gewesen. Und das zweite, was es ebenfalls mit dazu gab, habe ich auch schon zumindest so ein bisschen geteased, ist das hier. Da könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ich das hier auch noch vorstellen soll oder ob das eher langweilig ist. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr niedliches Set, hat meiner Meinung nach aber deutlich zu viele Sticker, vor allem hier oben dran und der Mond und dann hier dieses Ding. Also ja, ich bin sehr gespannt, ich würde es gerne aufbauen, aber ich weiß halt nicht, ob ihr gerne auch dazu noch ein Vorstellungsvideo sehen wollt. Ausschließlich im Lego Store gab es dann noch was ganz Exklusives und zwar dieses wunderbare Ding hier und das ist ultra, ultra limitiert und gibt es nur bei ausgewählten Händlern ab und zu mal und ist super teuer im Internet. Naja, I'm just kidding. Also wir haben hier noch einen kleinen Weihnachtsbaum, den gab es noch als Gratisbeigabe ab, ich glaube 40 Euro Einkaufswert, da war ich ja knapp drüber und dann, ja, habe ich das halt mitbekommen, also danke dafür, aber ich weiß nicht genau, was ich damit mache, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr öffnen. Das wird bei mir in die ungeöffnete Polybag-Sammlung wandern, weil da habe ich ja noch nicht genug. Dann habe ich eine Sache weiterhin noch mitgenommen und zwar für den lieben Sean. Der hat sich das gewünscht, da war es nämlich noch vorhanden. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Der ist komplett ausverkauft, sowohl online als auch offline und damals gab es das Ding eben noch. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er das noch bekommen hat und das werde ich ihm dann gleich im Anschluss an den Dreh dieses Videos auch zuschicken, dass er das auch rechtzeitig zur Weihnachtszeit hat. Und die letzten beiden Sets aus dieser Tüte sind dann auch die hässlichsten. Und zwar haben wir hier zum einen den Brick Sketches First Order Stormtrooper und dann eben dazu passend BB-8. Und BB-8 finde ich noch einigermaßen in Ordnung, ihn hier von den Winkeln zwar auch, aber ganz ehrlich, die Dinger sind hässlich wie doof. Also ich habe sie mitgenommen, weil sie waren reduziert und ich will halt alle Lego Star Wars Sets haben und deswegen mussten die auch ran. Aber ein wirkliches Schönheitsding ist das nicht. Also ich überlege auch wirklich, ob ich die überhaupt aufbaue oder ob die einfach in der Verpackung bleiben. Schreibt mir auch da gerne, ob ihr dazu noch ein Vorstellungsvideo sehen möchtet. Oder ob die einfach bei mir irgendwo in einem Karton versauern dürfen. Dann kommen wir jetzt zu den Sets, die ich regulär einfach so mitgenommen habe. Zum einen ist das hier einfach mal das alte Magazin, als es noch verfügbar war. Gar nichts Spannendes habe ich einfach nur mitgenommen, weil ich momentan auf dem Trip bin, diese ganzen blöden Polybags zu sammeln aus den Magazinen. Also da musste das hier natürlich auch ran. Und habe ich es mitgenommen, gab keinen besonderen Preis, gab keinen besonderen Anlass. Das lag einfach da und dann ist es halt jetzt nicht mehr verfügbar. Und deswegen habe ich es mitgenommen und habe es jetzt in meiner Sammlung. Keine Ahnung, also ich nehme die Polybags dann immer ab von den Magazinen und pack die mir in eine komplette Tüte, damit ich irgendwann diese Tüte komplett gefüllt habe mit allen ja existierenden Polybags aus diesen Magazinen. Das nächste, was ich mitgenommen habe, und das lag einfach daran, dass ich gerade bei Smith Toys war und die den so ein bisschen runtergesetzt haben und das quasi der letzte war, der mir noch gefehlt hat, ist der Stormtrooper von den Büsten von Lego Star Wars. Das ist die 75276.
Ich bin mir nicht mal mehr sicher, was ich dafür bezahlt habe. Das waren, glaube ich, um die 45 Euro. Also kein besonders guter Preis, jetzt auch nicht ein besonders schlechter. Es war halt in Ordnung und ich habe ihn nirgendwo günstiger gefunden. Und das war halt eigentlich das Beste, was ich finden konnte. Und habe ich ihn einfach mitgenommen, weil ich gerade da war. Und zwar habe ich ein paar Kartons noch mitnehmen dürfen. Da habe ich nämlich angerufen und gefragt, hey, die nächste Lieferung müsste ja gerade hier sein. Wie ist das eigentlich? Kann ich die Kartons mitnehmen? Haben sie gesagt, komm vorbei, nimm sie alle mit. Und das habe ich natürlich gemacht und deswegen, dieses Foto hier zeigt ungefähr, was ich da alles mitnehmen konnte. Und da ist das Ding hier so ein bisschen so ein Ausgleich gewesen, damit ich auch ein bisschen was mitnehme, was ich eben auch bezahle zwischendurch. Und das Letzte, da bedanke ich mich ganz herzlich bei Spacebricks dafür oder Marcel. Er hat das nämlich für mich besorgt und zwar am VIP-Wochenende hat er das für mich mitbestellt. Ich glaube, er hat 2 Stück bestellt, den einen dann verkauft und die Gratisbeigaben auch. Und deswegen habe ich das zu einem super guten Deal bekommen und zwar ein Set, was ich schon lange, lange haben wollte. Und zwar ist das Darth Vader Castle, die 75251, wird jetzt auch Ende des Jahres verschwinden und deswegen muss ich das unbedingt vorher noch haben. Allein diese Figuren in diesem Set, what? Das ist der absolute Wahnsinn. Ihn hier finde ich richtig cool und den kleinen Darth Vader hier auch, also in dem Bacta-Tank. Outfit. Das Ding ist Wahnsinn. Leider hat es hier auch schon einen kleinen Crash gegeben. Den habe ich so bekommen. Ich weiß nicht, was damit genau war, aber ist in Ordnung. Persönlich kann ich jetzt damit leben. Hier drüben, oh, hier hat es auch schon gescheppert. Also ein paar Sachen sind in der Packung, aber ich nehme an, das ist schon auf dem Versandweg von Lego zu ihm passiert. Also ist das für mich definitiv in Ordnung. Ich freue mich auch bei dem Ding definitiv aufs Aufbauen. Das wird ein absoluter Spaß. Vielleicht kann ich das auch live machen, wenn ihr daran Interesse habt, wenn ich dann irgendwann mal mit dem AT-AT fertig bin. Und damit kommen wir auch schon zu 2 Paketen von Alternate oder wie auch immer man die ausspricht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die zu einem super guten Deal bekommen, aber es wäre für mich nicht nötig gewesen. Ich habe das Set schon, was hier drin ist. Das ist auch in beiden Paketen tatsächlich das gleiche Set. Und das war eben reduziert um fast 50%. Ich glaube 40%. Und das Dämliche war, als ich die gekauft habe, war irgendwie 2 oder 3 Tage später das gleiche Set bei Amazon noch weiter runtergesetzt. Und dann habe ich dann eben nicht mehr bestellt. Also ich habe die hier dann bestellt gehabt, die sind auch angekommen. Und habe dann aber bei Amazon nicht irgendwie noch mehr bestellt, weil mehr davon kann man wirklich nicht gebrauchen. Und ich werde jetzt mal versuchen, das hier irgendwie rauszuholen. Und ich hoffe auch, diesen Teil angekommen. Bei Alternate weiß ich nie. Ich bestelle so selten bei Alternate. Und hier haben wir nämlich das Trouble on Tatooine gekauft für 16 Euro, ich glaube 99. Und das ist ziemlich cool. Da ist allerdings jetzt ein Sticker drauf. Oh, ist das gemein. Okay, ich hoffe, ich kriege den ab. Lässt sich der ablösen? Ja, muss ich vielleicht ein bisschen mit Wärme ran, muss ich mal gucken. Das ist immer dämlich. Also manchmal ist hier so ein Sticker drauf, das mag ich nicht gerne. Aber 16,99 ist ein guter Preis, aber schade, dass es dann ein paar Tage später bei Amazon dazu kam, dass die eben noch weiter runtergesetzt wurden. Und ich werde jetzt auch mal das zweite Paket hier noch unboxen. Da dürfte hoffentlich das gleiche drin sein. Also ich wehre mich auch nicht, wenn da jetzt irgendwas anderes drin ist, aber ich hoffe, es bleibt bei Star Wars. Das wäre schon mal nett. Und ich kriege ja diese blöden Dinger gar nicht auf. Das ist immer so eine Sache mit diesen doofen Einschneidteilen, weil die gehen echt, echt schwierig auf. Aber nein, wir haben das richtige Set und tatsächlich auch mit einigermaßen heiler Packung sehe ich hier. Also das sieht okay aus. Auch hier natürlich wahrscheinlich hier, genau, hier ist der Sticker wieder. Werde ich mich gleich mal drum kümmern. Hoffentlich kriege ich den irgendwie gut ab. Aber das sind eben 2 Sets, die dazugekommen sind. 1 zum Aufbewahren, 1 nochmal zum Aufbauen, weil ich meins auseinandergenommen habe. Und dann, ja, mal gucken. Und damit sind wir auch schon beim letzten Paket fürs heutige Haul-Video angekommen. Und da kommt tatsächlich noch etwas dazu. Das wollte ich jetzt aber nicht mit ins Video reinnehmen, weil das bestimmt noch 2 Wochen dauert, bis das da ist. Und dieses Set hier, das kommt aus dem Pro-Shop. Da habe ich nämlich auch bestellt und die hatten auch ein paar sehr, sehr coole Angebote. 1 davon war für mich aber ganz besonders interessant und das ist hier hoffentlich drin, nämlich von Lego Marvel. Ein Set, was sehr, sehr stark runtergesetzt, naja gut, sehr, sehr stark kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube 30% ungefähr könnte man das berechnen. Und da habe ich mich schon ganz, ganz lange drauf gefreut. Das ist nämlich ein Set, was ich persönlich auch ziemlich cool finde und hoffentlich dann auch hier irgendwo einen Ausstellungsplatz für finde. Und ich werde mal gucken, oh, die haben das ja wunderbar verpackt, wow, das ist ja genial. Und hier unten, ich sehe es schon, oh, ist das ein Träumchen, oh, ist das schön, oh, ist das toll, ich freue mich. Und ich habe das hier bestellt, das ist die Benatar oder The Guardians Ship oder so heißt das genau, The Guardians Ship. Und ich habe das bestellt für, ich glaube, das war runtergesetzt auf 95,99 und dann habe ich noch Versand bezahlt, ich glaube 6 Euro. Das heißt, wir waren irgendwie bei 102 Euro oder so ein Kram. Ich habe eigentlich gedacht, ich bestelle das nur unter 100 Euro, aber jetzt bin ich schwach geworden und das war ein zu guter Deal. Ich freue mich riesig und ich habe tatsächlich noch etwas bestellt, was auch von euch sehr, sehr oft angefragt wurde, nämlich das Belichtungskit oder Beleuchtungskit dafür von Lighttailing.
Es gab ja gerade die 50% Aktion, ich habe es überall geteilt, ich habe es überall Bescheid gesagt. Also irgendwie, wenn jetzt das noch niemand mitbekommen hat, ist er selber schuld. Aber das ist echt cool und da habe ich eben dieses Beleuchtungskit statt, ich glaube, 55 Euro jetzt nur für 25 bekommen oder 26. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich riesig aufs Aufbauen und vor allem freue ich mich eben aufs Beleuchten. Also meine Damen und Herren, die Black Friday Deals sind vorbei. Ich freue mich riesig über alles, was hier gerade angekommen ist und den Haul, den ich hier zusammenstellen konnte. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen sparen, aber das ist schon mal ganz klasse, was hier steht und ich freue mich riesig auf den Aufbau von fast jedem einzelnen dieser Sets, die hier stehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so abgegriffen habt während des Black Friday Wochenendes und natürlich auch gerne, was euer Lieblingsset aus diesem Haul-Video ist. Würde mich mal sehr interessieren. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.